Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Wir müssen den Schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität. Zu einem Volk. Einer Königin und Schwester. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Tod. Wie schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht. Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten, erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld, Hüter. Schon verstanden. Eure Hoheit? Viel Glück! Vor allem im Sperrgebiet. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Destiny 1, gespielt in 2021. Und wir befinden uns im Riff. Willkommen im vestianischen Außenposten, Hüter. Du und ich werden zusammen ein paar Wölfe jagen. Sieh dich etwas um, du wirst hier interessante Verbündete finden. Okay, sprich mit Varix, dem Kryptarch, sowie mit dem Auge von Osiris im vestianischen Außenposten. Willkommen im vestianischen Außenposten, Hüter. Schön, dich zu treffen. Unsere Königin hält große Stücke auf dich. Warum wanderst du nicht umher und stellst dich bei deinen neuen Verbündeten vor? Wenn du fertig bist, komm zu mir zurück. Wir müssen etwas bewegen. Wir alle wollen das Gleiche. Dem Haus der Wölfe ein Ende bereiten. Okay. Erzähl mir. Haus der Wölfe. Das war schon das DLC. Ein Hüter. Willkommen im Riff. Ah, ein Hüter. Du sprichst mit Varix von Haus Urteil. Ich werde dir helfen, ja? Und du wirst Petra gute Dinge erzählen. Haus Urteil. Ich werde dir helfen, die Wölfe aufzutreiben. Und du... Ich habe viel über dich von Meister Raoul gehört. Ich freue mich darauf, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr enttäusche. Ich freue mich darauf, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr... Ich suche nach einer Waffe. Ich habe noch nie das Licht scheinen sehen, so wie es um dich herum scheint. Oh, nun erkenne ich, warum Osiris an dir interessiert ist. Nun erkenne ich, warum Osiris an dir interessiert ist.
Warum lese... Ich frage mich jedes Mal, warum ich das überhaupt vorlese. Aber man kann nie wissen, ob die das dann nochmal sagen. Meistens sagen die ja nur einen Teil von dem, was da stand. Bereit für ein Abenteuer, Hüter? Der Zorn der Königin ist an deiner Seite. Nun, da du eine Verbündete deine Verbündeten getroffen hast, habe ich eine Herausforderung für dich. Das Haus des Winters ist schwach. Ihr Kell Draxis ist höchstpersönlich im Einsatz auf Venus. Er ist verletzlich. Schalte ihn aus, beweise ihm Riff, dass du würdig bist. Die Jagd ist eröffnet. Gut, du bist hier. Lass uns anfangen. Okay, aber Haus der Wölfe und Osiris und so, sind jetzt die DLCs. Also die Transaktion abgeschlossen. Möchte ich jetzt eigentlich noch nicht machen, sondern erstmal die Grundstory überhaupt erledigen. Wäre schon nice. So, Mars, Meridianbucht, Ziel enthüllt. Sei vorsichtig, der rote Planet von zeitlosen Maschinen auf der einen und Legionen eines Alienreiches auf der anderen Seite geplagt. Für den vor dir liegenden Kampf musst du stark sein. Dein Kohl ist Level 15 bis 18. Guck mal, da sind wir schon am äußeren Rand mit 18. So. Draxis, der Winterkell. So, das ist Level 4. Oh, Moment mal. Was ist denn hiermit? Das Ishtar-Archiv. Warum ist denn das nicht ausgefüllt? Find das verlorene Archiv. Warum haben wir das denn noch nicht? Level 12. Alter Schwede. Wie konnte man das denn übersehen oder überspringen? Habe ich irgendwas verpasst? Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Ja, gibt's Schlimmeres, als dass die Kryptarchen in meiner Schuld stehen? Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Ja, dann machen wir das. Das ist, glaube ich, da mit der Statue der Raum. Hätte ich unten durchgemusst. Nein, lass meinen Sparrow ganz. So, jetzt springe ich ab. Wieder ein Stieg eingeschränkt ist nämlich nicht so schön, wenn man auf den Sparrow ist. Alle haben bereits Fuß gefasst. Thank you.
da. Da, das Archiv. Die verlorenen Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Die wollten hier echt keine Besucher. Eine Radial-A-Verschlüsselung. Kein Problem für mich. Bitte nach dir. Okay. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. Oho. Sorry. Bisschen Schleim noch. Der muss raus. Ich weiß, es ist ekelhaft. Aber da geht die Gesundheit vor. Willkommen, Dr. Shim. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Dr. Shim? Egal. Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Aldaka. Tja, siehst du mal. Danke, Dr. Shim. Soll ich die Wex-Geisteskernanalysen korrelieren? Wie höflich. Coelio, heute Nacht mit mir. Dr. Shim, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Denn wenn wir beide... Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Das muss ein Servitor sein, der von der Energie zehrt. Ach, Leute. Oh, hier stürzt sich auch noch ab, ne? Oh. So doof. Wirklich doof. Machst du nix. Gefallene. Sie müssen uns verfolgt haben. Oh nein! Mit Doofheit kann man kein Spiel gewinnen. Gefallene, Sie müssen uns verfolgt haben.
Routing unterbrochen. Da muss ein Servitor sein, der von der Energie zehrt. Nicht mehr. Servitor erledigt. Was für ein Chaos, aber ich erledige das. Ja, davon bin ich schon mal ausgegangen. Großartig, sie greifen schon wieder an. Ist klar, wenn man 6 Level drüber ist. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte wirklich diesen Boost am Anfang genommen. Auf Level 40. Dann würde da gar keinen Spaß machen. Zum Archiv. Ja. Na? Also wenn man nicht die ganze Zeit einfach in den Abgrund stürzt, ist es ja eigentlich ganz easy. Dieses Archiv ist erstaunlich. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Wex-Unterwelt namens Gläserne Kammer. Gläserne Kammer, da haben wir unseren Raid. Reihe gespielt. 100. So. Alles weg. Alles minderwertig. Nee, dann lasse ich lieber die Stabilität. So, was haben wir denn jetzt hier? Fusionsgewehr mit 95, das kann weg. Das Scharfschützengewehr mit 115 lassen wir drin, einfach nur damit der höhere Wert im Inventar vorhanden ist. 95, die kann ich immer noch nicht anziehen, ich brauche Level 19. 96. Ja. Haben wir kurzfristig einen Punkt mehr. Können wir auch noch immer nicht anziehen. Den können wir mal nehmen. Zack. So. Auf der Erde haben wir aber alles, ne? Ja. Auf dem Mond. Ah, ne, auf dem Mond fehlt immer noch was. Der Schrein von Oryx. Level 9 sogar nur. Wieso haben wir den nicht? Also ich finde, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen nachholen. Verstehe ich nicht. Wie haben wir die denn übersprungen? Wir sind doch der Story gefolgt, komplett. Ganz seltsam.
Dann ist das hier quasi eine Nachholfolge. Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Ich glaube, ich habe die einfach nur nicht gemacht, weil die halt nicht geblinkt haben. Es gibt hier einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Naja, da das so ein Niedriglevel-Ding ist, versuchen wir... Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Versuchen wir einfach jetzt mal so durchzustratzen. Sie greifen den Höllenschlund an. Wenn ich die Comms richtig übersetzt habe, ist eine ihrer Barone hier. Die kriechen nicht oft aus ihren Skiffen hervor. Klingt nach einer Gelegenheit. Weil, also Level 9. Sollte mir jetzt nicht so viel Vorteil erwischt. Bringen, wenn ich hier versuche, alles wegzustratzen. Der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Na, dann versuchen wir lieber das, wenigstens damit das abgeschlossen ist auf dem Planeten. Diese Tunnel sind Kilometer lang. Die können wir schnell wie möglich. So schnell wie möglich hinter uns bringen. Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Aber echt, also verstehe ich nicht. Aber wenn, dann wollen wir ja auch alles komplett haben. Sind genauso verrückt wie wir. Wenn, dann wollen wir alles komplett haben. Weil ich bin ja auch schon verwundert, dass wir jetzt schon im Storystrang von Haus der Wölfe sind. Weil ich glaube, Haus der Wölfe war das erste DLC damals. Verbessert mich, wenn ich mich irre. Aber Haus der Wölfe war meine, ich glaube, das erste DLC von Destiny 1. Da ist der Schrein. Finde einen Weg hindurch. Thank you.
Weil wenn ihr allein mal überlegt, wie lange man früher für den Ogre gebraucht hat, um den zu erledigen. Und jetzt mache ich den einfach so weg. Ich habe aber doppelt ein Level, was man braucht. Oh, Moment. Jetzt kann ich meinen neuen Brustschutz anwenden. Und der Beinschutz. Jawohl, da haben wir schon Lichtlevel über 100. Unter den Schrein, um einen Schwachpunkt zu finden. Dann hau mal rein. Er ist mit einer Dunkelheit verbunden, weit hinter dem Rand des Systems. Ich muss die Verbindung irgendwie trennen. Hoffentlich werden wir in keinen transdimensionalen Strudel gezogen. Bestimmt nicht. Lass das am besten unkommentiert. Du musst ihn zerstören. Wir haben die Verbindung getrennt. Der Schrein hat mit jemandem da draußen kommuniziert. Ihrem Gott oder König. Was auch immer es gewesen ist. Es kommt näher. So sieht's aus. Ja. Ich weiß nicht, warum es an uns vorbeigegangen ist. Ich weiß es nicht. Aber schon kurios, wie man dann da durchstratzt. Sehr kurios. Ist da noch was? Ne, jetzt haben wir alles. Außer den Strike. Den Strike hier haben wir noch nicht. Aber das machen wir nachher. Machen wir später mit Strike-Playlists. So, die Ishtar-Senke. Jage und töte Draxis. Oder halt auf dem Mars der Schwarze Garten. Level 15. Ne, nach dem Level müsste zuerst das hier kommen. Die Ishtar-Senke. Danach zum Schwarzen Garten. Die Gefallenen im Archiv gehörten zum Haus des Winters. Ihr Kell, Draxis, wird schon seit Jahren von den Hütern gejagt. Wenn diese Berichte stimmen, hat er seinen Kommandoposten in einem Höhlennetzwerk oben in den Schlacken. Wenn die Geheimnisse der Akademie geschützt bleiben sollen, müssen wir ihn ausschalten. Easy. Das sage ich so oft am Anfang und dann sterbe ich, weil ich in den Abgrund springe. Bereit, wenn du es bist. Ich bin immer bereit. Ach nee, nicht zum Orbit. Ach, ich wollte doch meinen... Ich wollte doch meinen Sparrow rufen. Komm, du musst nicht wegfliegen. Du musst einfach nur landen. Wir sind schon auf der Venus. Einfach nur landen. Schön.
fein gemacht. Die Gefallenen Nein. im Archiv gehörten zum Haus des Winters. Ihr Kell, Draxis, wird schon seit Jahren von den Hütern gejagt. Wenn diese Berichte stimmen, hat er seinen Kommandoposten in einem Höhlennetzwerk oben in den Schlacken. Wenn die Geheimnisse der Akademie geschützt bleiben sollen, müssen wir ihn ausschalten. Haben wir gerade schon gehört. Bereit, wenn du es bist. So, jetzt richtig. Wäre der Knaller gewesen, wenn ich jetzt wieder falsch gemacht hätte, oder? Einfach verschwunden. Das muss der Weg in ihr Versteck sein. Zumindest der Captain hätte hier noch stehen müssen. Normal scheint er nämlich immer ein Captain. Diese Höhlen reichen viel tiefer, als ich dachte. Da drinnen könnte es tausende von Gefallenen geben. Ein Fluss auf meinen Helm. Weiter hoch. Nett runter. Die Kellwache ist hier. Wir kommen nur weiter, wenn wir sie erledigen. Die Wache ist erledigt. Der Kell muss in der Nähe sein. Super ist auch aufgeladen. Der Super lädt sich hier schneller auf als bei Destiny 2. Ne? Aber hier, bei Destiny 1 finde ich auch gut, hier macht das Super und so auch noch mehr aus. Bei Destiny 2 ist das so eine kleine Dreingabe. Ne? Da geht alles mehr so über Powerful Weapons, ne? Also hier starke Waffen und so weiter. Aber bei Destiny 1, da kannst du mit deinem Super und Zusatzfähigkeiten noch richtig was reißen. Hier macht das richtig den Unterschied. Irgendwo muss ich da einen Thronsaal befinden. Dort finden wir Draxis. Man bemerkt übrigens, wie zielsicher ich genau die Wege gehe, die man gehen muss, weil ich die noch komplett im Kopf habe. Ich
Wo ist der andere? Oh, über diese feigen Nüsse, ey. Ja, seht ihr, das meine ich. Du weißt, du ballerst da super drauf und dann sind die aber auch platt. Da gibt es keine Diskussion. Da gibt es keine Diskussion. Du ballerst super drauf und die sind platt. Irgendwo muss ich da einen Thronsaal befinden. Dort finden wir Draxis. Nur blöd, dass ich das super jetzt rausgehauen habe. Verbessert die Stärke. Ja komm, hau rein. 104. Ja, um 4 höher. Kann man noch machen. Nee, brauch obwohl Glimmer habe ich eh genug. Drauf geaart. Ach, Moment. Draufgekotet. Korta. Draufgekortert. Vandalen finde ich hier in dem Abschnitt am nervigsten mit ihren Scharfschützengewehren. Danke für was Seltenes. Kam jetzt der Thronsaal? Kann sein, ne? Ja. Da ist der Kerl. Oh, ich steck fest. Ja.
Nein! Warum bin ich in die Luft geflogen? Dass der explodiert, wenn ich ihn mit meinem Super kaputt mache, ist klar. Geht doch. Raxis war eine regelrechte Plage. Wenn Häuser ihren Kell verlieren, kommt es oft zu Machtkämpfen. Vielleicht können wir die Akademie endlich aus ihren Klauen befreien. Vielleicht, wer weiß. Mit mir? Auf jeden Fall. So, was haben wir denn da Schönes? Scout-Gewehr mit Grünlight. Weg. Helm. Muss ich erst noch enkodieren. Auch enkodieren. Dekodieren, meine ich. So. Jetzt können wir erstmal zurück ins Riff. Nee. Das machen wir auch noch. Neridian-Gebiet. Zack. Auf geht's. Alles einfach wegratzen. Wegratzen und wegstratzen und wegradieren. Alles, was geht. Jetzt geht's in den schwarzen Garten. Zap, zarab. Zap, zarab mit dem Raben. Komm, Mars. Also, laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Und niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Zum Schwarzen Garten ist meilenweit weg und die Kabale stören die Orbitalkommunikation. Wenn du deinen Sparrow haben willst, müssen wir in einen der Bunker rein und das System abschalten. Okay. Dann machen wir das doch einfach. Ich sehe nicht, was da das Problem ist. Ich weiß Folgendes über die Kabale. 350 Kilo, schwer bewaffnet. Jagen Planeten und Monde einfach so hoch. Nur damit du weißt, womit du es zu tun hast. Ganz easy. Sie sind drin. Ich schlage vor, wir vermeiden jegliche Konfrontation, bis wir sie besser verstehen. Ach Quatsch. Einfach mitten ins Gesicht schießen. Ist noch jede Spezies dabei gestorben. Scanne nach irgendeiner Verbindung mit den Orbitalrastern. Machine. Zugangsschlüssel? Dagegen ist ja sogar das kompliziert. Oh, das war wohl eine Ausfallsicherung. Das war's mit nicht konfrontieren. Hm.
definitiv eine Ausfallsicherung. Ich hasse die Phalanx. Ne? Das sage ich aber auch jedes Mal bei Destiny 2. Sparrow ist bereit. Gehen wir weiter zum Tor. Na, also. Funktioniert doch. Die Kabale scheinen hier Krieg gegen die Vex zu führen. Vielleicht wissen sie etwas über das Tor. Es gibt ein paar Außenposten in der Nähe des Tores. Sehen wir uns die mal an. Wenn du dich einmischen willst, du hast das Sagen. Nö, lass mal. Nee. Weiter vorne sollte ein Außenposten sein. Ich kann in ihrem System nachsehen, was es dort über das Tor geht. Ich suche etwas, auf das ich zugreifen kann. Ja, gleich ist meine Primärmunition wieder alle. Sagen, der kommt jetzt. Scheiß Raumschiff. Tor ist noch ein Kabal Außenposten. Sehen wir uns den an. So, reicht jetzt, ne?
Hä? Oh, jetzt wieder das Umhergespringe von dem blöden... Wohin soll ich denn jetzt? Hierhin oder nicht hierhin? Ach, da oben. Okay. Ganz da oben. Ganz weit da oben. Mal sehen, was Sie über das Tor wissen. Beeindruckend. Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wex eingedrungen. Level 20! Das sind ganz schön viele. Shader! Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den Schwarzen Garten wollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Tja, so sieht's aus. Oh, schön. Endlich nicht mehr die Streugranaten, sondern die mit dem... Ja. Endlich Shader. Wir können uns schön machen. So schön. That's great. Ne? Also ich glaube, das war es zumindest. Ne? Eine Granate, die sich in Streumunition, ja. Und hier ist ein Blitz aus Leerlicht, der sich beim Auftreffen in kleinere zielsuchende Blitze aufgabelt. Mega. Finde ich richtig gut. Kostet eh alles nur Glimmer. Solange es nur Glimmer kostet, ja, ist Rüstungsmaterial. Da würde ich jetzt tatsächlich warten... was da rauskommt. Das kostet nur Glimmer. Glimmer immer raushauen. So. Ja, guck mal. Ah, guck mal. Da ist jetzt auch schon hier Dingens. Wie heißt das? König der Besessenen. So, hier haben wir noch zwei Story-Dinger freigeschaltet. Zum Riff können wir auch zurück. Da müssen wir erstmal da quatschen. Dann fliegen wir nochmal in den Turm. Ach ja. Ein richtiges Arbeitstier. Wir haben Skolas einmal gefunden. Wir können es wieder schaffen. Gut gemacht, Hüter. Du und ich werden nun zusammen ein paar Wölfe jagen. Das Haus der Wölfe hat das Knie vor meiner Königin gebeugt. Nach den Riffkriegen hat man sie aufgenommen, akzeptiert. Nun haben sie sich von der Leine losgerissen. Ihr Anführer Skolas ist aus dem Gefängnis der Alten geflohen. Sie müssen aufgehalten werden, um jeden Preis. Wir müssen nur sein nächstes Ziel identifizieren. Ich wette, ich weiß... wir anfangen können. Easy. All diese Hüter hier. Vielleicht werde ich einen Geist. Warlock, richtig? Ich habe verrückenartige Wahl. So, ich weiß, oh, ob ich vorzüge, dass nicht auf mich geschossen wird. War's das? So, was haben wir jetzt gekriegt? Scout-Gewehr mit 127. Aber wie gesagt, ich bleibe dem Automatikgewehr absolut treu. Was haben wir hier gekriegt? 125er. Schlechter. 129. Erhöhter Granatwurf und deine Gesundheit wird wiederhergestellt, die in der Sphäre aufhebt. Erhöhte Nahkampfangriffs. Beides uninteressant.
Ich stehe zu Diensten. Also für mich zumindest. So, jetzt noch zum Turm. Können wir uns auch noch ein bisschen Belohnung einheimsen. Und wir können Shader holen. Shader! Wir werden wunderschön sein. Endlich mal was, wofür wir unseren Glimmer sinnvoll ausgeben können. Ja, mal ganz ehrlich, wir sind ja wohl wie Dagobert Duck von Destiny. Heftig einfach. Die Routen tauschen oder Routen kreuzen. Besaß eine gewisse Melodie. Lass uns die Routen kreuzen. Wir können helfen. Hüter, das wenige, das wir über das Licht wissen, stammte von vielen Opfern und vielen Versuchen. Vergiss nicht die, die wir in der Dunkelheit verloren haben. Und vergiss auch nicht, dich um dein Licht zu kümmern. Nur dadurch wird die letzte Stadt bestehen bleiben. Alles Teil des Plans. Es war weise, mich zu kontaktieren. Die Verborgenen haben eine Antwort entdeckt. Um das Auge mit dem Tor zu vereinen, ist die Energie einer Wechsäule auf Mars nötig. Die meisten sind tief unter der Oberfläche. Doch eine ist offen zugänglich, mitten in dem Kabal-Camp. 85. Da bin ich schon weit drüber weg, was die mir anbieten. Ich hatte so ein Gefühl, dass das hier aufgehen würde. Besiege gegnerische Hüter mit Versengen im Schmelztiegel. Hast du ein Lied geübt? Erinnere die anderen. Das läuft alles. Ich nehme das zwar an, aber das ist wieder halt, ne, Schmelztiegel, wisst ihr. Immer konzentriert bleiben, Hüter. Schmelztiegel, absolut gar nicht meins. So, da können wir erstmal die Panzerhandschuhe wieder verballern. Das ist auch schlechter als das, was wir haben. Hast du Fragen? Hast du Fragen oder Schmerzen? Nun, da Omnigul tot ist, wird Kotas auch. So, war Shader rechts rum oder waren die Shader links rum? Ich meine rechts rum hier, ne? Ja. Ich krieg nicht mal einen 64-Zwang. Ein Look, so, der sagt, ach, guckt euch das an und Abzeichen. Willst du nicht auch wissen, was ich weiß? Coole Abzeichen. Ja komm, da erwärmen wir erstmal das hier. Absolut, so. Ja. Und jetzt Shader. Ja, das sieht schon mal gut aus. Pink. Alles klar. Lila und Gold, na, nicht so meins. Grün und Blau ist auch eine coole Kombi. Das ist auch schon wieder eher so ein bisschen weiblicher. Das auch. Ja, also ich würde sagen, ich nehme tatsächlich das, ne? Nee. Hä? Ja, komm. Sieht auf jeden Fall schon besser aus. Und Ornament, die Rüstung mit Chromatin Multikanal Wärmesenkern ändert. Was macht das? Das ist es. Bis bald, Hüter. So. Zack. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Dann das hier, auch besser als der Hase. Jetzt müssen wir halt nur gucken. Dieses Ornament, was macht das denn? Geborgene Technologie, die Rüstung mit... Sagt mir nichts. Hauptsache haben. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ne, erstmal danke, dass ihr wieder da wart. Wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Destiny 1 gespielt in 2021. Wenn es euch gefallen hat oder nicht, schreibt es in die Kommentare. Schreibt rein, was euch einfach so in den Sinn kommt. Vergesst den Daumen nach oben nicht und abonnieren und so weiter. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.
Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.